So, und die zweite Unterbrechung in 2 Folgen. Au, verdammt, ich werde beschossen. Zack und zack und zack. Oh, Granate. Das Blöde ist, ich sehe gerade so wenig. Ich fühlte mich in die Ecke gedrängt, deshalb beschoss ich ihn so. Meine Fresse. Also wenn die damit ausgerüstet sind, mit dem Unterhebelrepetierer, nehme ich immer echt viel Schaden. Und es waren wieder nur 2 von 3, ne? Verdammt nochmal, es ist wieder so dunkel hier. Ich sehe fast gar nichts. Ich müsste wirklich das Fenster zumachen. Ah, da ist Nummer 3. Du hast auch einen Unterhebelrepetierer, oder? Ja. Das war's. Doch noch nicht. Los, raus da, raus da, raus da. Raus aus Platz. Danke. Darf ich überhaupt? Wieso das denn? Ist ein Kannibale? Wieso fressen die so wenig Schaden und ich so viel? Hat das wirklich was? Ich meine, mit schwer ist doch... Moment. Schwer war doch nur 1 über normal, ne? Huch. Ja, Tatsache. Und dann habe ich trotzdem so einen großen Schadensunterschied... Komisch. Sehr komisch. Ja, ja, ja. Jetzt kommt das wieder. Zack. Kampfrüstung. Davon habe ich jetzt auch wieder jede Menge. Ach komm, was soll der Geiz? Entdeckt. Rivet City. Man sieht es noch nicht so gut, aber man sieht es gleich. Es ist ein großer alter Flugzeugträger. Hier haben wir wieder die mobile Karma-Station. Oh Gott sei Dank. Jemand Neues. Ich brauche Wasser. Bitte. Wasser. Entkeimtes Wasser. Mein. Ja, ja, ja. Das ist wieder das Gleiche. Sie haben mir das Leben gerettet. Sie haben mir schon so viel geholfen. Können wir sagen, tut mir leid. Ich hatte nur 2 Stück. Habe ich den Rest verkauft? Willkommen in River City. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. Sicher? Wollen Sie nicht mehr erst eine schwer bewaffnete Person fragen, woher sie denn kommt und wer sie ist? Und die da vorne haben überhaupt keine Deckung. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach River City? Ich suche meinen Vater, ich suche einen Dr. Lee. Ich bin hier, um Nachforschung zur Geschichte der Stadt zu betreiben. Ich bin keine Rechenschaft schuldig. Ach, ich schlendere nur herum. Dr. Lee, ne? Mein Vater ist etwas vage. Und Nachforschung zur Stadt, obwohl man nie hier war, ist auch irgendwie komisch, das so zu sagen. Ich würde einfach mal sagen, ich suche einen Dr. Lee. Ach ja? Lassen Sie mich raten. Nein, sie erwartet Sie nicht. Aber es ist wichtig. Und Sie müssen sie sofort sprechen. Das habe ich in letzter Zeit häufiger gehört. Und ich habe langsam genug davon. Sie müssen sich schon was Besseres einfallen lassen. Ernsthaft? Ich habe ein paar Fragen zu Ihrer neuesten Arbeit an der Hydroponik.
Mein Vater wollte sie sehen. Ich versuche, ihn zu finden. Das ist was Persönliches, ja? Ich schwöre, ich werde keinen Ärger machen. Ich habe ein paar Fragen zu ihrer neuesten Arbeit an der Hydroponik. Ach komm, dann halt die komplette Wahrheit. Ist das ein älterer Mann, so um die 50? Ich erinnere mich an ihn. Er ist schon wieder weg, aber vielleicht weiß Dr. Lee mehr. Okay, Sie können hoch. Sie ist im Forschungslabor. Machen Sie aber keinen Ärger, sonst bekommen Sie es mit mir zu tun. Ich habe mich verlaufen, können Sie mir helfen? Wie kam es zur Entscheidung, in dieser Rostlaube zu leben? Wissen Sie etwas über die Geschichte von Rivet City? Also ich habe wirklich nicht die Zeit, über die Geschichte hier zu sinnieren. Ich muss mich schließlich darum kümmern, was hier und jetzt passiert. Wie kamen Sie zu der... Ja, ist doch fast das Gleiche. Wir sind die sicherste und am besten geschützte Stadt im Ödland. Ohne unsere Genehmigung kommt hier nichts herein. Ich wollte gerade was trinken, verdammt. Gut. Ach, obwohl. Denke schon. Wo ist Dr. Lees Labor? Die Tür links führt in das Treppenhaus. Von dort aus geht es einfach nur Richtung Westen. Richtung Westen. Nicht nach links oder rechts oder oben und unten. Nach Westen. Mhm. Wo bekomme ich ärztliche Hilfe? Dr. Preston ist auf dem Oberdeck im vorderen Bereich. Das ist die oberste innere Etage am südwestlichen Ende. Okay. Kann ich hier irgendwo schlafen? Im Gemeinschaftsraum ist Platz, aber die Betten sind lausig. Er ist auf dem Mitteldeck. Ein großer, offener Raum mit vielen Betten. Nichts zu übersehen. Wenn Sie gut schlafen möchten, mieten Sie ein Zimmer von Vera Weatherly. Sie ist auf dem Oberdeck. Okay, danke für die Hilfe. Dann machen Sie mal schön weiter. Das Problem ist, dass mittlerweile, ja, es dürfte doch jeder schon schlafen. Sie ist auf dem Oberdeck. Dann mieten wir doch mal ein Zimmer. Marketplace, closed at night. Treppenhaus. Wie wär's mit Buff Out? Oder vielleicht ein wenig Psycho? Das ist ja eine super Begrüßung in dieser Stadt. Oberdeck. Hallo. Capital Preservation Society, Common Room, St. Monica's Church, Science Deck, Mitteldeck. Sie ist auf dem Oberdeck. Reveille Hotel. Rivet City Klinik. Pass auf. Dann mieten wir doch mein Zimmer, schlafen bis morgen früh durch und dann erkunden wir die Stadt. Hallo, gnädige Frau. Oh, die ist aber nett. Ja, Fräulein. Aber ich kann nicht mit dir reden. Das würde ich an ihrer Stelle lieber sein lassen. Ich hasse es, wenn das sofort passiert. Das ist, ich muss doch erstmal gucken, was das überhaupt ist und... Ja. Nee, nix drin. Hallo! Gaza. Wie gesagt, ich mache das später mit dem ganzen Reden. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. Die Torwache meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes, altes Rivet City. Ich auch. Nichts dringt durch diese Wände. Ist ja auch ein Flugzeugträger. Obwohl, waren die nicht sogar etwas schwächer gepanzert als... Ach, egal. Also es sieht nach einer Hotelrezeption aus. Hier steht jetzt allerdings nichts dran. Gut. Mr. Buckingham. Willkommen im Weatherly, Mr. Buckingham, zu Ihren Diensten. Was haben Sie zu essen? Wer ist dein Besitzer, Rostlaube? Kann ich das nicht auch netter fragen? Mau. Mau. Ja, und sofort ist wieder was anderes interessant als ich. Was ist das für ein Ort? Dies ist das Weatherly Hotel. Es ist das beste Hotel von Rivet City. Lass mich raten, es ist auch das einzige. Wie viel kostet ein Zimmer? Ein Zimmer kostet nur 120 Kronkorken. Das ist happig. Hört sich nach einem guten Preis an. Wir sind im Geschäft. Moment, das frage ich gleich nochmal. Wer ist dein Besitzer, Rostlaube? Ich diene Miss Vera Weatherly, der Besitzerin des Weatherly Hotels. Was haben Sie zu essen? Bitte, bestellen Sie. Nee, danke.
Obwohl, ich kann ein paar Sachen verkaufen, ne? Na, lassen wir. Ich miete mal ein Zimmer. Ein Zimmer. Ja. Hervorragend. Gehen Sie einfach hinaus auf den Flur, biegen Sie nach links ab und öffnen Sie die erste Tür auf der linken Seite. Das ist Ihr Zimmer. Okay. Jawohl. Gehen Sie hinaus auf den Flur, biegen Sie links ab und nehmen Sie die erste Tür auf der linken Seite. Ganz ehrlich, hinter so einer dicken Tür würde ich mich auch sicher fühlen. Allerdings ein bisschen hell und laut. So, dann schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen. Das sind, ja, nehmen wir mal 9 Stunden. Obwohl, die meisten Geschäfte öffnen erst um 8. Vielleicht lege ich mich doch noch mal eine weitere Stunde hin. Also zack und zack. So. Mr. Buckingham, das war wie immer einfach. Gehen wir gleich noch mal hier hin. Harvey Clifford. Vera Weatherly. Willkommen im Weatherly Hotel. Ich bin Ihre Gastgeberin, Vera Weatherly. Was haben Sie zu essen? Haben Sie irgendwelchen interessanten Klatsch gehört? Siehst du, für sowas ist Sprache, glaube ich, wieder ganz in Ordnung. Stimmt. Vera, Ihr Neffe Brian hat seine Familie verloren und braucht ein neues Zuhause. Der arme Kleine. Ich weiß, wie das ist, Mutterseelen allein zu sein. Ich würde ihn liebend gerne bei mir aufnehmen. Keine Sorge, ich kann ihn ernähren und pflegen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass er in Sicherheit ist. Brian wird sein neues Heim lieben. Ich schicke ihn in Kürze vorbei. Oh, das ist wunderbar. Sollten Sie mal wieder nach Rivet City kommen, dann besuchen Sie uns doch mal. Sie sind jederzeit willkommen. Hammer dazu gewonnen. Sehr schön, aber... Willkommen zurück. Weiterreden. Haben Sie irgendwelchen interessanten Klatsch gehört? Nun, ich sollte es Ihnen ja eigentlich nicht erzählen, aber haben Sie schon von Pauly Cantelli gehört? Er ist medikamentenabhängig. Seine arme Frau Cindy weiß weder ein noch aus. Okay. Oh, noch mehr? Haben Sie es noch nicht gehört? Angela ist scharf auf Diego. Aber da er ein Priester ist, hat er sie abblitzen lassen. Eines Tages wird sie sich einfach auf ihn stürzen. Mr. Lopez verliert anscheinend allmählich den Verstand. Er steht oft stundenlang auf der Spitze des Brückenturms und starrt über die Stadt. Okay. Wie ist es so, auf einem Riesenschiff zu leben? Hier ist es laut, dunkel und miefig. Hier sind wir in Sicherheit. Es gibt weder Supermutanten noch Raiders. Vielleicht findet Dr. Lee auch eine Möglichkeit, sauberes Wasser zu besorgen. Was ist Dr. Lees Geschichte? Sie ist nicht sehr gesellig. Sie bleibt immer in ihrem Labor im Heck. Sie ist klug. Ziemlich klug. Wissen Sie etwas über die Geschichte von Rivet City? Nun, ich könnte Ihnen alles über mein Hotel erzählen, aber wie Rivet City entstanden ist, weiß ich leider nicht. Ich meine, man hört Gerüchte und macht sich dann selbst ein Bild. Ob's aber der Wahrheit entspricht? Ich möchte Sie wirklich nicht in die Irre führen. Okay, gibt es jemanden, der mehr weiß? Nun, da fällt mir Seagrave ein. Der weiß vielleicht mehr drüber. Er ist schon von klein an hier und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonst noch jemanden gibt, der dieses Schiff so gut kennt wie er. Da hat jetzt einfach mal wieder die Synchronsprecherin gewechselt. Na gut. Auf Wiedersehen. So. Also manche Leute sind immer in Eile. Janice Kaplinski. Ich heiße Janice Kaplinski und ich bin die Chefbotanikerin. Was brauchen Sie? Ich suche meinen Vater. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe gesehen, wie ein Mann mit Dr. Lee gesprochen hat. Aber ich sollte nicht darüber reden. Wieso das denn? Sie hat bereits schlechte Laune und ich möchte sie nicht noch mehr reizen. Sie sollten vielleicht einfach mit ihr darüber sprechen. Na gut, wissen Sie etwas über die Geschichte? Wenn es nichts mit dem Wissenschaftlerviertel zu tun hat, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und Dr. Lee hat viel zu tun. Sie darf nicht gestört werden.
Natürlich. Auf Wiedersehen. Hey, passen Sie besser auf. Was mache ich denn? Gott segne Sie. Diego? Ich bin Diego, der Messdiener der Kirche von St. Monica. Wer ist diese St. Monica? St. Monica hat die Seele ihres eigenen Sohnes vor der ewigen Verdammnis gerettet. Jetzt ist sie für alle Gläubigen die Schutzpatronin der verirrten Kinder. Sie sollten am Sonntagmorgen wirklich in die Kirche gehen. Die Predigt dreht sich rund um St. Monica. Oh Gott. Es gibt eine Kirche in River City? Aber natürlich gibt es eine Kirche. Pater Clifford leitet die Messe jeden Sonntagmorgen. Sie sollten mal vorbeikommen. Na, danke. Wenn Sie der Messdiener sind, wo ist dann der Priester? Pater Clifford ist der Priester. Die Kapelle ist vorn am Bug, auf dem Oberdeck. Unser verehrter Pater hält dort jeden Sonntagmorgen die Messe. Könnte ich Sie etwas über die Geschichte von Rivet City fragen? Ich habe gehört, dass sich hier einst Raiders niedergelassen hatten, bis irgendwer aufräumte. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Okay. Tschüss, Diego. Gott segne Sie. Haben Sie Anweisungen für mich, Miss Vera? Jetzt nicht. Weiter mit der Arbeit, Mr. Buckingham. Mr. Buckingham. Huch. Ich wollte eigentlich hier drauf drücken. So, lokale Karte. Oh, so groß ist es nicht. Stairwell, Mark. Oh, der Markt von River City. Ach Mensch. So. Also hier geht's zum Markt. Gut. Hoteltür, das ist unser Hotelzimmer. Zimmer, Hotelzimmertür. Hallo? Dann gehen wir mal hier lang. Dr. Preston. Das hier ist eine medizinische Einrichtung. Bitte belästigen Sie meine Patienten nicht. Patient, okay. Sie befinden sich in der Klinik von Rivet City. Ich bin Dr. Preston. Können Sie mich wenigstens... Danke. Das frage ich definitiv nicht. Ein leicht zu ausplünderndes Örtchen hier. Schon mal bestohlen worden? Kommen Sie ja nicht auf komische Gedanken. Ein Wort von mir und der Sicherheitsdienst ist da. Also, wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, lassen Sie hören. Wussten Sie, dass Pauli Cantelli süchtig ist? Ich habe zwar noch nie mit ihm gesprochen und ich weiß nicht, wer es ist, aber ich habe ja den Tratsch gehört. Er ist total drogensüchtig. Das wird ihn eines Tages noch das Leben kosten. Wissen Sie, wo ich hier einen trinken gehen kann? Nein, das frage ich doch nicht den Arzt. Könnte ich Sie etwas über die Geschichte von River City fragen? Er hat weiße Haare, also dürfte er schon etwas ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben. Ach, ich würde Ihnen sehr gerne helfen, wirklich. Aber ich weiß so gut wie gar nichts über die Geschichte dieser Stadt. Lassen Sie sich von meinem Alter nicht täuschen. Mich gibt es zwar schon eine ganze Weile, doch hier bin ich noch nicht so lange. Schade. Na gut, tschüss, Doc. Passen Sie auf sich auf! Dieser Preston scheint so eine Marke schroffes Äußeres, aber gutes Herz zu haben. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Eine Frau mit einem Messer in der Hand läuft auf und ab. Das ist kein gutes Zeichen. Ja? Ach, das ist doch die, die so auf Diego steht. Ja, bitte? Machen Ihnen die Männer hier auf dem Schiff das Leben schwer? Sie meinen, ob sie mich oft anbaggern? Nein, die meisten sind sehr höflich. Sogar Männer wie Diego, mit denen ich flirten will, scheinen mich zu ignorieren. Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. Sie und Diego sind also verliebt. Naja, zumindest einer von uns ist verliebt. Manchmal kommt es mir so vor, als würde er noch nicht einmal wissen, dass ich da bin. Wow, hier ist wirklich alles auf den Kopf gestellt. Leider kann man die Aufmerksamkeit eines Mannes nicht erzwingen. Ja, vor allem bei Priestern mit Dickschädeln tut man sich da hart. Trotzdem werde ich nicht aufgeben, denn ich weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Mach deinen Mund zu. So, die Geschichte. Ich habe gehört, dass sie von Söldnern als Basis für Plünderungszüge nach DC gegründet wurden. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Da scheinen eine Menge Gerüchte zu kursieren. Ja, tschüss.
Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Forschungslabor, da wollen wir später mal hin. Das ist Kaplinski. Also manche Leute sind immer in Eile. So, hier sind wir hergekommen. Warte, hier war noch eine Tür. Nein. Youngs Tür. Ich darf sie aufmachen. Aber niemand ist hier. Okay. Bannon. Gut. Dann, wo geht's nach da oben hin? Bridge Tower. Ich glaube, ich hatte hier mal ein Problem. Aber ich versuche es doch mal. Rivet City Security. Hier sind nämlich die ganzen Wachen stationiert. Flugdeck. Nee, ich gehe hier mal wieder weg. Aus irgendeinem Grund sind nämlich plötzlich alle feindlich geworden. Und ich habe keine Ahnung, warum. Hallo. Das ist Diego, da waren wir gerade. Rivet City. Midship. Also, das Mitteldeck. So, was haben wir hier? Eine Art Abstellraum. Mit Munition. Aktenschrank verschlossen, schwer. Wieso bist du denn verschlossen? Scheiße. Ha. Oh, haben wir etwa das Drogenversteck von jemandem gefunden? Gott segne Sie. Ja. Herrgott, ich hasse das in diesen Spielen, dass das ständig passiert. Ted Strayer. Sie können mit mir die Zeit totschlagen, wenn Sie wollen. Bitte was? Gibt es hier in Rivet City eigentlich irgendwas zu tun? Meinen Sie so etwas wie Reparaturarbeiten? Nein. Ich schlage nur die Zeit tot, Mann. Ich habe genug Medikamente, um es eine Weile auszuhalten. Das ist keine... Oh ja. Das ist keine gute Idee, um Zeit tot zu schlagen. Such dir ein Hobby. Kann ich Sie etwas über die Geschichte von Rivet City fragen? Hören Sie, ich bin auch erst seit kurzem hier. Ich kann Ihnen da ja gar nichts sagen. Kleiner Tipp, wenn man von sowas loskommen will, man braucht ein Hobby, wo man hinterher irgendwas in der Hand hat. Beziehungsweise... Man muss wirklich das Ergebnis sehen, was auch immer man macht im Hobby. Wenn man Sport treibt, kann man das am eigenen Körper sehen. Wenn man, keine Ahnung, Holzarbeiten macht, hat man ja später irgendwas Geschnitztes in der Hand. Wenn man Geschichten schreibt, meinetwegen auch am Computer, dann hat man irgendwann ein Textdokument mit ganz viel geschrieben. Also man muss etwas sehen. Jetzt muss ich gerade auf meine Katze achten, was übrigens auch ein Hobby sein kann. Weil man die Katze ja ständig sieht. Ne? Tu nicht gut. So, bis später. Bis später, Mann. Hey! Wieso? Bis später, Mann. Ich habe so das Gefühl, ich habe mich gerade. Sag mal. Wenn ich hören kann, muss fühlen. Und in diesem Fall Wasser. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade eine wichtige Gesprächsoption übersprungen. Die wir jetzt nicht mehr kriegen. Was blöd wäre. Cantellis Tür. Weißt du was? Bevor ich jetzt zu viel weitermache, gucke ich das gerade nach. Das ist zwar in dieser Aufnahme schon die dritte Unterbrechung, aber... Ganz ehrlich, ich möchte das gut hinkriegen. Also bis gleich. I don't want to set the world on fire. I just want to start